Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr euch BTTs minen könnt, die BitTorrent-Token. Dazu nutzt ihr einfach mal den Download-Link, den ich in der Videobeschreibung gleich einfügen werde. Da bekommt ihr diese Datei hier, welche ihr bei euch einfach mal entpackt. Wenn diese entpackt ist, dann könnt ihr diese einmal öffnen. Geht auf die Start-BTT mit Rechtsklick bearbeiten. Da öffnet sich dann dieses nette Textfeldchen. Hier, wo Your BTT-Adresse steht, da fügt ihr eure Wallet-ID ein, damit ihr auch auf eurer ID meint. Wer noch keine Wallet hat, der kann sich einmal Exodus runterladen. Das werde ich jetzt einmal oben verlinken. Und wenn ihr euch den Exodus runtergeladen habt, öffnet ihr euch das einmal. Einmal hier auf BitTorrent, auf Receive, kopiert euch eure Adresse einmal raus. Diese fügt ihr jetzt hier bei Your BTT-Adresse ein. Die Datei auch schon wieder speichern. Und auch schon starten. Da seht ihr denn dieses CMD-Fenster. Ich habe den Phoenix Miner noch einmal kurz bearbeitet, sodass ein Fehler für die neuere Version des Radeon-Treibers zum Beispiel ausgeblendet wird, nicht beachtet wird, dass er trotzdem minen kann. Denn bei älteren Versionen des Treibers war es einfacher möglich, die neueren Versionen blocken das ein bisschen. Aber dadurch, dass ich das ein bisschen bearbeitet habe, funktioniert das jetzt auch. Da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen, bei mir jetzt vorher auch nicht funktioniert. Jetzt geht's, da seht ihr schon, mit wie viel Mega-Hashes ich arbeite. Ich werde euch auch nochmal in die Videobeschreibung reinschreiben, welche Grafikkarte ich genau nutze, um zu schauen, wie viel ihr bisher verdient habt und zu wissen, was ihr genau verdient habt, könnt ihr einmal auf unminable.com gehen. Das verlinke ich euch unten auch nochmal. Da fügt ihr hier nochmal eure Wallet-ID ein, geht auf die Lupe und dann zeigt euch ganz genau an, wie viel ihr verdient habt. Die zahlen ab 400 BitTorrent-Token aus. Die Auszahlung geht ziemlich zügig. Ich hatte Auszahlung beantragt. Das war innerhalb von 10 Sekunden auf meiner Wallet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Minen und gute Verdienste.